Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum neuen Vlog. Die Sonne scheint. Es ist ungefähr 7 Uhr morgens. Wir sind heute gegen 5:30 aufgewacht, haben überlegt, was machen wir heute und haben uns ganz spontan entschieden, nach Hamburg zu fahren. Mit dem Zug, aber erstmal mit der Straßenbahn. Und auf die warten wir jetzt. So, das ist unser Zugticket. Dieses Mal haben wir den auf dem Handy gespeichert und nicht auf Papier. Und ich bin ganz schön aufgeregt. Normalerweise hasse ich ja Zugfahrten wegen der Verspätung und den ganzen Stress, den man damit hat. Aber so eine Fahrt nach Hamburg in eine meiner Lieblingsstädte ist keine lange Fahrt. Ungefähr eine Stunde dauert das. Kann man das mal machen. Dann einen schönen Platz mit Tisch. Können wir erstmal frühstücken. Jetzt 9 Uhr. Wir sind gerade hier in Hamburg angekommen. Das Wetter ist auch hier gut. Und wir haben jetzt den ganzen Tag Zeit, um uns hier Hamburg anzugucken. Und was machen wir jetzt schon? Zur Alster gehen. Genau. Und was ist hier hinter uns? Das Rathaus. Hamburger Rathaus. Auf geht's! We'll be right back.
Jetzt haben wir eine sehr schöne Zeit am Strand verbracht, hier am Elbstrand, bei bestem Wetter. Wir machen es immer so, wenn wir irgendwo in einer fremden Stadt sind. Hamburg ist zwar nicht ganz fremd für uns, aber wir wohnen nun mal nicht hier, dass wir uns dann nicht die Sachen angucken, die sich die Touristen angucken. Also wir sind echte Kulturbanausen eigentlich. Wir machen es dann so, dass wir dann die Stellen aufsuchen, wo auch dann die Ortsansässigen ihr Leben genießen. Und das machen wir genauso heute. Schon Hunger? Ja. Wo gehen wir hin? Zum Hardrock. Ich versuche mal da was zu kriegen und sonst irgendwo anders. Mal sehen. Hallo. Hallo. Ich habe eben eine SMS gekriegt. Dankeschön. Wir haben es tatsächlich geschafft, einen Platz im Hamburger Hard Rock Café zu bekommen zur späten Mittagszeit. Wir haben bereits unser Essen und Getränke bestellt. Hast du Hunger? Ja. Ich auch, einen tierischen Hunger. Und du? Und wie? Ja, dann warten wir. Sehr lecker aus, aber irgendwie komisch. So eine Gitarre oder Bass, was das auch immer ist. Es kann auch ein Bass sein, ich weiß es nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir waren jetzt gerade hier im Hamburg Dungeon, wo ich immer schon mal hin wollte. Haben also alles überlebt, inklusive dem freien Fall. Und jetzt sind wir hier im typischen Verkaufsshop. Guck dir das mal an. Was ist da? Und wir gehen jetzt zum Bahnhof, weil wir ja wieder nach Bremen müssen. Und auf jeden Fall, es war eine schöne Zeit hier. Und wie gesagt, wir fahren dann jetzt nach Bremen. Leider nichts filmen und deshalb haben wir da nicht gefilmt. Wenn man das machen könnte, also wenn man das darf, dann hätten wir es natürlich gemacht und es war auf jeden Fall, sage ich mal, sehr gruselig, aber irgendwie
war alles zusammen irgendwie auch ein Witz, sag ich mal. Man hatte auch einen freien Fall. Sieht man, glaube ich. Warte, muss ich kurz suchen. Oder ist hier gar kein Bild? Oder auf der anderen Seite? Ich sehe es jetzt gerade nicht. Ach doch, da. Da, das sind diese Dinger, die kennt, glaube ich, jeder. Und da war noch so eine Bootsfahrt. Sage ich jetzt mal Bootsfahrt. Richtig, Bootsfahrt kann man das nicht nennen, aber es war auf jeden Fall sehr schön. Die Sonne scheint nicht immer noch. Es war jetzt eine Nacht dazwischen. Wir haben einen neuen Tag. Sonne scheint wieder. Es ist jetzt schon in der Sonne eigentlich zu heiß, sodass man eigentlich in den Schatten lieber gehen sollte. Machen wir auch gleich. Nochmal ganz kurz zum Tag von gestern. Der hat ja für uns ca. 12 bis 13 Stunden gedauert. Nämlich genau die Zeit, die wir vom Start hier in Bremen bis zur Ankunft in Bremen gebraucht haben. War es anstrengend? Ja. Ja, wir sind laut unserem Zähler am Smartphone 14 Kilometer gelaufen. Gut, das ist jetzt nicht so viel, aber da es gestern auch relativ warm war, war es schon ganz, ganz gut. Es kam noch ein Paket an, das kam schon gestern hier an. Ich habe nur keine Zeit oder keine Lust mehr gehabt nach dieser Strapaze, kann man nicht gerade sagen, aber nach diesem Ausflug. Das sind übrigens, ich weiß, da sind Socken drin und ich möchte keine Werbung machen, aber die Socken haben wir geschenkt bekommen von unserem Mobilfunkanbieter. Wenn ich die Socken gleich auspacke, bin ich mir sicher, weiß jeder, durch welchen Mobilfunkanbieter wir unseren Internetanschluss haben und unsere Smartphones. Ja, ich hab's gewusst. Die Farbe passt. Die Farbe passt. Erzähl du ein bisschen was? Ich muss mal eben hier sehen, wie ich das auspacke. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. So. Nein, wir sind nicht bei O2. Da steht sogar drauf. Ach du lieber Gott. Naja, gut. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.